Hallo Leute, willkommen zu meinem kleinen Notenkunde-Video. Dieses Video kommt leider etwas verspätet, ich hätte es gleich zum Anfang machen sollen, aber anhand meiner Ausführungen in den Videos müsstet ihr eigentlich ganz gut damit klarkommen sein, dass die Noten halt 4 Schläge haben oder 2 Schläge oder auch nur einen. Ja, aber ich möchte das alles nochmal wiederholen und hier eine kurze Zusammenfassung geben. Wie ihr ja schon wisst, zeigen uns Noten an, wie hoch oder wie tief ein Ton sein soll. Hier erstmal ein paar kleine Beispiele, wie Noten uns anzeigen, ob der Ton tief oder hoch ist. Hier kommt erstmal das tiefe E, unser tiefster Ton, den wir gelernt haben. Ja, um den Ton anzeigen zu können, brauchen wir 3 Hilfslinien nach unten. Das zeigt doch schon an, dass der Ton sehr tief sein muss. Dieser Ton, das C, ist dagegen schon viel höher. Er braucht nur eine Hilfslinie unter den normalen Notenlinien. Also ist der Ton auch höher als das tiefe E. Der höchste Ton, den wir bis jetzt gelernt haben, ist das A. Er befindet sich zwischen dem zweiten Mittelraum der normalen Notenlinien und ist wesentlich höher als das tiefe E und auch höher als das C. Das hohe G befindet sich über der letzten Notenlinie. Es ist deutlich höher als das tiefe E und auch deutlich höher als das C oder das A, was wir bis jetzt durchgenommen haben. Hier noch das hohe E. Es befindet sich auf der dritten Hilfslinie über den normalen Notenlinien, ist also sehr, sehr hoch. So, ich hoffe, ihr habt alle verstanden, dass die Noten uns anzeigen können, wie hoch oder wie tief ein Ton ist. Dafür einfach, umso weiter unten die Note steht, umso tiefer ist sie, umso weiter oben die Note steht, umso höher ist sie. Jetzt wollen wir aber erstmal schauen, woran wir erkennen können, wie lang wir einen Ton aushalten müssen oder wie kurz wir ihn spielen sollen. Lasst uns dafür mit der ganzen Note beginnen. Ganze Noten haben 4 Schläge. Das heißt, während wir den Ton aushalten, sollten wir gleichmäßig schnell bis 4 zählen. Ich möchte es euch nun einmal beispielhaft vorführen. 1, 2, 3, 4. Wie ihr seht, ist es nicht so einfach zu spielen und gleichzeitig im Kopf mitzuzählen. Mit der Zeit werdet ihr euch aber daran gewöhnen. Nach der ganzen Note wollen wir uns nun den halben Noten widmen. Die halbe Note hat nur 2 Schläge. Somit ist sie nur halb so lang wie die ganze Note. Auch die halbe Note werde ich euch jetzt vorspielen und eine separate Aufnahme machen, wo ich das, was ich im Gedanken zähle, nochmal laut ausspreche. Hört gut zu. 1, 2. Gut, das waren die halben Noten. Nun gucken wir uns die Viertelnoten einmal genauer an. Viertelnoten haben eine Zählzeit von nur einem Schlag. Sie sind demnach nur halb so lang wie halbe Noten und haben nur den Viertel eines Wertes von einer ganzen Note. Bei dieser Aufnahme spiele ich 4 Viertelnoten hintereinander. 1, 2, 3, 4. Gut, das waren die Viertelnoten. Nun wollen wir uns den Achtelnoten zuwenden. Achtelnoten haben eine Zählzeit von nur einem halben Schlag und sind demnach doppelt so schnell zu spielen wie Viertelnoten. Jetzt fragt ihr euch sicher, wie soll ich denn bis ein halb zählen bei jedem Schlag? Das ist doch im Kopf fast unmöglich. Nein, ist es nicht. Um Achteln zählen zu können, kann man einen kleinen Trick benutzen. Und zwar zählt man nicht 1, 2, 3, 4, sondern 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Durch dieses Unzählen dazwischen hat man praktisch den halben Schlag wieder mit drinne, der dann immer kommen muss. Beispielhaft spiele ich euch mal jetzt 8 Achtelnoten vor und zähle dazu. 1 und 2 und 3 und 4 und. Mit ein bisschen Übung bekommt auch ihr die Achtelnoten ohne Probleme hin. In den meisten Liedern, die wir hier durchnehmen, sind die Achtelnoten ja sogar bekannt. Bei Happy Birthday zum Beispiel habt ihr wahrscheinlich nicht großartig nachgedacht, wie das denn jetzt mit den Achteln gespielt werden muss, sondern ihr habt es einfach gemacht. Nach den Achteln würden die Sechzehntel kommen, die möchte ich aber jetzt an dieser Stelle noch nicht zeigen.
Nach den 16. würden die 32. kommen, dann die 64., dann die 128., aber so weit geht das eigentlich nicht mit der Klarinette. Also das wäre schon ganz schöne Zungenarbeit und ich glaube nicht, dass jemand 128. so einfach spielen kann, wenn überhaupt. Was wir bis jetzt noch durchgenommen haben, waren punktierte Halbe. Die haben eine Zählzeit von 3. Das möchte ich jetzt aber an dieser Stelle nicht nochmal vormachen. Ihr habt das ja auch in den Liedern gesehen. Es ist relativ einfach. Schwieriger wird es werden, wenn wir punktierte Viertelnoten durchnehmen. Wir haben ja bis jetzt gelernt, dass der Punkt hinter einer Note den Notenwert um 50% seines eigentlichen Wertes verlängert. Bei halben Noten ist dies noch recht einfach, weil 50% von 2 Schlägen ergibt dann einen Schlag und 1 plus 2 sind ja 3 Schläge. Wie gesagt, bei Viertelnoten ist das identisch, nur die Zählzeit ist in dem Fall ein bisschen blöder, weil Viertelnoten ja einen Schlag haben, die Hälfte von 1 ist ein Halb plus 1 ergibt dann 1,5 Schläge. Hat also wieder was mit Achtelnoten zu tun, also hat die Zählzeit von 3 Achtelnoten oder wir zählen einfach nur 1 und 2 und. Ja, aber dazu mehr, wenn wir soweit sind. Ich gebe euch hier noch eine kurze Zusammenfassung, einmal in schriftlicher Form, was ihr runterladen könnt wie immer. Und einmal jetzt hier das, was ihr vor euch sehen könnt. Ihr könnt sehen, oben steht die ganze Note, das ergibt so eine Art Pyramide. Darunter wird aufgeteilt, die ganze Note kann ja in jeweils 2 halbe Noten aufgeteilt werden. Die 2 halben Noten können dann in jeweils 2 Viertel aufgeteilt werden. Und eine Viertel kann jeweils in 2 Achtel aufgeteilt werden. Also das wird immer, immer mehr. Und nach unten hin, wenn man jetzt 16. nimmt, wird das dann auch nochmal doppelt so viel, was man an Schlägen reinstecken muss. Ja. Und ich glaube, das ist als Beschreibung ganz gut gemacht. Alternativ, darunter könnt ihr noch sehen, da ich das Ganze mal mit so Strichen gemacht habe, dass das ein bisschen so versinnbildlicht, wie lang der Ton sein muss. Ja, ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!